geht denn, Freunde des Paranormalen? Oh fuck, ich muss fertig suchen. Professional. The fuck. Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wir reden über Spooky Shit und machen Spooky Shit. Also wenn dich das interessiert, lass ein Abo da. Heute bin ich ganz aufgeregt, weil es gibt heute ein besonderes Video, was ich schon seit Wochen, wenn nicht Monaten, plane. Denn ich habe eine Hypnose gebucht. Aber nicht irgendeine Hypnose, sondern eine Rückführung. Für alle, die mit dem Thema nicht so vertraut sind, eine Rückführung ist quasi, wie ich schon gesagt habe, eine Hypnose, die dich an deine frühere Leben erinnert, beziehungsweise die Erinnerungen von deinem früheren Leben hervorholen soll. Ich habe das Ganze hier in Freiburg gemacht bei Leslie Baptiste. Die habe ich unten auch verlinkt. Also falls ihr Interesse an sowas habt oder falls ihr da mal reinschauen wollt, guckt da gerne vorbei, sie hat auch Instagram. Es war auf jeden Fall eine super interessante Erfahrung, die ich da machen durfte. Und ich bin auch sehr froh, dass wir das gemacht haben und dass das geklappt hat. Ich glaube, warum ich auch dieses Ganze mache, so mit den Ritualen und Rückführungen und keine Ahnung was, ist halt irgendwie auch immer, um ein bisschen Hoffnung zu haben, dass nach dem Tod nicht alles vorbei ist. Wisst ihr, was ich meine? Und wie das abgelaufen ist, das könnt ihr jetzt gleich in diesem Video sehen. Ich bin sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist. Und ich würde sagen, wir labern nicht weiter drum rum. Macht euch einen Tee, kuschelt euch in der Decke ein. Jetzt wird's spooky. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? Abby. Du bist heute hierher gekommen, um herauszufinden, ob es in diesem Leben jemanden gibt, den du schon aus einem früheren Leben kennst. Und etwaige Versprechen und Schwüre aus dem damaligen Leben sollen gegebenenfalls gelöst werden. Ja. Okay? Mhm. Gut. Ich bringe dich in die Hypnose rein, so wie du es schon kennst, von der MP3. Wenn du drin bist, zähle ich auf 3. Wir unterhalten uns kurz. Erst dann geht's los. Wir werden zuerst ein bisschen in deine Kindheit zurückspringen, dass du dich so ein bisschen dran gewöhnst, wie sich's anfühlt. Hypnose ist immer Emotionen und Gefühle und Bilder. Manchmal dauert es eine Weile, bis man das, was man sieht, in Worte fassen kann und erklären kann. Das ist okay, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wenn ich dich hier berühre, dann kommst du mit deiner Aufmerksamkeit zurück hier in den Raum, wenn's vielleicht traumatisch wird, berühre ich dich kurz hier, dass du einfach weißt, du bist nicht allein. Mhm. Passt das? Ist das recht? Das ist gut, ja. Das Unterbewusstsein bringt immer nur das hervor, was jetzt für dich dran ist, was du jetzt auch verarbeiten kannst. Mhm. Es wird nichts passieren, was deine Seele überfordern würde. Sei da einfach im Vertrauen. Ich bin ein Hypnotiseur, ich forciere und erzwinge nie was. Es geht anders und das, was kommt, was wichtig für dich ist, das kommt und alles andere ist unwichtig. Du kannst du jederzeit abbrechen, bitte zieh dich dann nicht raus, ich hole dich dann zurück. Mhm. Wir können Pausen machen, wir können zwischendurch zusammen reden. Dann schließ mal deine Augen, erwähnen. Wenn die Augen geschlossen sind, sind die Muskeln der Augenlider entspannt. Und diese Entspannung darfst du nur nehmen, wenn du es möchtest. Und nach oben steigen lassen, hinauf, in die Augenbrauen. Hi, Abby. Hallo. Geht's gut? Ja. Fühlst du dich wohl? Ja. Fühlst du dich leichter oder schwerer? Leichter? Mhm. Okay, du spürst das Gewicht nicht. Angenehm. Okay, jetzt gehen wir erstmal in deine Erinnerung zurück. Mhm. In diesem Leben. Schließ mal deine Augen. Atme ein. Und aus. Wir unterhalten uns kurz und dann geht's wieder zurück. Okay? Mhm. 1, 2, 3, Augen auf.
Okay, also diese Vorübung ist einfach wichtig, dass du dich ein bisschen einfühlen kannst, zum einen. Und was ganz gut war, ist, also, dass du zum einen die Beobachterperspektive haben kannst, du kannst aber auch wechseln. Mhm. Du hast gerade gemerkt, so, ja, ich weiß nicht, was ich anhabe, aber wenn ich von außen drauf schaue, geht's. Mhm. Also manchmal weiß ich etwas nicht, das taucht dann aber aus einer anderen Perspektive, kann ich es greifen. Und manchmal erinnere ich mich auch einfach nicht, weil es nicht bedeutungsvoll war. Und es dauert einfach, bis die Erinnerungsbrückchen sich zu einem Bild aufbauen. Mhm. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es eine Weile, aber das ist okay. Ja? Mhm. Einfach Geduld haben. Wenn irgendwas ist, wenn dir irgendwas unangenehm ist, sagst du mir bitte Bescheid. Mhm. Wenn du irgendwas nicht willst, auch. Schließ wieder deine Augen, so wie vorhin. Und ich zähle auf 5. Und dann wird sich dort etwas verändern. 1, 2, 3, 4. Happy, öffne die Augen dort, wo du bist. Ich bin an irgendeinem Steg. Mhm. Was für ein Steg? So ein Holzsteg. Mhm. Ins Wasser rein. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Oder ein Mann oder eine Frau? Ich glaube, ich bin so ein Teenager-Junge. Mhm. Ich versuche mein Glück mit Fischen, aber kriege jedes Mal Panik, wenn ich was fangen könnte. Mhm. Weil? Weil ich eigentlich den Fisch dann doch nicht umbringen werde. Warum angelst du denn? Ich glaube, ich muss was fangen. Wer sagt das? Meine Familie. Hm. Wie alt bist du? 15, 16? Du hast gesagt, so ein Teenager? Also zwischen 17 und 19. So alt schon? Mhm. Okay. Und wo bist du da? An dem See? Ist es warm oder kalt? Ich würde sagen, es ist ein Meer. Mhm. Und es ist nicht kalt, es ist jetzt aber auch nicht übermäßig warm. Mhm. Und was treibst du sonst den ganzen Tag, wenn du nicht gerade angelst? Ich bin mit einem Freund unterwegs. Mhm. Wie heißt dein Freund? Finn. Mhm. Und du? Oliver. Wo lebt ihr? In der Stadt? Auf dem Land? Ja, eher auf dem Land. Was hast du denn an? So ein T-Shirt, so ein weißes einfaches T-Shirt. Mhm. Und dann so ein Hosenträger und so eine kurze Hose. Okay, welches Jahr haben wir? 1600 irgendwas. Was macht der Papa beruflich? Fischer. Hm. Nicht mit da. Nee, ein Boot. Hm. Habt ein eigenes Boot? Ich weiß nicht, ob es seins ist oder ob er da nur angestellt ist sozusagen. Die haben sich manchmal auch einfach zusammengetan und hatten ein Boot und sind dann gemeinsam, also weißt du, 3 Familien oder 4, mhm, zusammen fischen gegangen. Mhm. Hast du das? Mhm. Also wie hieß das Boot? War das ein großes Boot? Nee, es war nicht so groß. Hat das einen Motor? Nein. Wie sind die raus dann mit dem Segel, mhm, und gerudert? Mhm. Und gibt es gerade aktuell noch irgendwas, was wichtig ist? Ich habe mit dem Freund ziemlich viel Durstzeug gemacht und irgendwie sind immer alle sauer auf uns. Dann spring mal in eine andere Situation, die heute wichtig ist in dem damaligen Leben. Mhm. Ich bin mit Finn auf dem Boot. Mhm. Aber es ist nicht mehr, also scheinbar haben wir es geklaut. Mhm. Okay, was macht ihr mit dem geklauten Boot? Also es ist nachts und wir fahren damit halt rum. So, zum Spaß. Versuchen es, ja. Wo wollt ihr denn hinfahren? Eigentlich einfach nur ein bisschen so rumschippern. Mhm. So, dass es halt keiner merkt und dann halt wieder zurück. Mhm. Und wie geht's dann weiter? Es wird stürmisch. Ziemlich stürmisch und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Mhm. Die Wellen werden immer höher und wir haben halt irgendwie keine Erfahrung, also wissen nicht, wie wir das Schiff wieder zurücklenken sollen. Mhm. Es ist ganz laut und es regnet und es ist kalt. Mhm. Und wir schreien uns an, damit wir uns verstehen. Mhm. Und wie geht die Geschichte aus? Es
Boot geht unter. Und du und Finn? Also ich kann schwimmen. Hm. Finn nicht. Und? Ich sehe nicht mehr. Dann? Schwimmst du? Ja, ich schwimme, aber ich weiß nicht so wirklich wohin. Und ich suche Finn. Wie geht's dann weiter? Irgendwann sind die Wellen dann wieder niedriger. Und ich bin halt so, ich weiß halt nicht, wo ich bin. Ist der kalt? Mhm. Ich hab mich an irgendwas festgehalten, an irgendwie Holz oder so. Mhm. Und du siehst kein Land. Mhm. Wie geht's dann weiter? Sonne scheint und ich bin ganz schwach und ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Aber irgendwie sehe ich in der Ferne irgendein Boot oder so. Mhm. Es kommt näher. Es sind irgendwelche Leute, ich kenne die nicht. Mhm. Aber die nehmen mich dann ins Boot. Sie sprechen irgendeine andere Sprache, ich weiß nicht, ich verstehe sie nicht. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass ich auf diesem Boot bin und ich bin traurig, dass Finn gestorben ist. Du bereust euren Quatsch. Mhm. Okay, dann springen wir in eine andere Szene in diesem Leben. Was passiert jetzt? Ich bin älter. Mhm. Ich hab irgendeinen Ärger an der Backe. Also irgendwie werde ich gesucht. Weiß nicht warum. Bist du denn wieder nach Hause gekommen oder bist du jetzt in dem fremden Land? Nee, ich bin woanders. Okay. Und was hast du angestellt? Ich glaube, ich habe irgendwas geklaut. Wie sieht's denn dort aus? Kannst du. Ist das eine Stadt oder ein Dorf? Es ist eine Stadt und es ist sehr laut und hektisch. Mhm. Und die Häuser sind so, ja, eher so hell. Also so, ich weiß gar nicht, irgendwie ist es so in Südosteuropa oder so. Mhm. Und was haben die Leute für Kleider an? Also es ist sehr heiß, also die haben so längere Gewänder an. Mhm. Und die Frauen sind so verschleiert. Okay. Und was hast du geklaut? Ist es dein Beruf zu klauen? Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht für mich. Musst du es irgendwo hinbringen? Mhm. Und wo musst du es hinbringen? Irgend so ein Hausdach. Also scheinbar wartet da irgendjemand oder also ein paar Leute. Und wieso haben wieso wissen die, dass du was geklaut hast? Weil ich wohl irgendwie erwischt worden bin. Wo hast du was geklaut? Im Königshaus. Was machst du im Königshaus? Weiß es nicht, was klauen. Ja, aber da kommt man halt einfach so rein. Arbeitest du dort, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da irgendwie eingestiegen oder so. Du steigst ins Königshaus ein und klaust was? Ja, ein Schmuckstück.
Von wem? Von der Tochter? Von für wen? Für irgendeinen. Für irgendeinen Typ. Wer hat dich dann da erwischt? Irgendein Bediensteter hat es gesehen. Und der hat Alarm geschlagen. Mhm. Und dann bist du gerannt. Und dann bin ich gerannt. Und jetzt durch die Stadt. Und die Wachen hinterher. Mhm. Wie sehen die Wachen aus? Die haben sowas auf dem Kopf. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Turban? Ja, sowas ähnliches. Wie heißt der König? Mohammed. Und seine Tochter? Isabelle. Und ich renne auf jeden Fall eine Angst halt weg. Also hast du schon Angst, dass sie dich kriegen? Ja. Können die schießen? Also haben die Gewehre oder was haben die? Schwerter, Säbel und sowas. Mhm. Kannst du das Schmuckstück sehen, wie das aussah? Das ist irgendwie so eine silberne Haarklammer oder so. Wie alt warst du denn gerade so ungefähr? Mitte 30. Okay. Dann guck mal, wie es danach weitergeht. Irgendwie sitze ich im Knast. Hm. Sieht nicht gut aus. Nee. Wie sieht es dort im Knast aus? Das ist so aus Stein. Und dann halt wie so ein Steinbogen und da sind so Gitter drin. Kerker. Ja. Wahrscheinlich bin ich da auch schon eine ganze Weile. Mhm. Ich warte einfach nur. Ja, du hast wahrscheinlich keine Idee, wie viel Zeit vergangen ist, oder? Mhm. Ja, ich warte einfach nur. Okay, und wie geht's dann weiter? Und wenn irgendjemand kommt, macht auf, nimmt mich mit. Oh je, gut oder schlecht? Schlecht. Ich habe auf jeden Fall so Handschellen, also sowas wie Handschellen an. Mhm. Wie endet das Ganze dann? Gehängt. Hm. Allein? Irgendwo im Hinterhof. Mhm. Reicht es so? Ja. Oder wolltest du das durchleben? Nicht unbedingt. Nee, ne. Dann bedanke ich für alles, was du gesehen hast und sehen durftest, was du erfahren durftest. Mhm. Ich weiß nicht, welche Bedeutung das für dich hat. Ja. Dann. Streift das Leben ab, was vergangen ist, ist vergangen und darf auch dort bleiben, wo es hingehört, in die Vergangenheit. Find dich ein an diesem 11. Mai 2023. Du hast ein neues Leben. Du bist 30 Jahre alt. Du bist Abby. Das Wissen um die Dinge, die geschehen sind, darfst du mitnehmen, während du selbst voll und ganz wieder du wirst. Eins, du wirst wacher und wacher. Zwei, du fühlst dich wohler und wohler. Drei, Puls, Blutdruck und Herzschlag normalisieren sich. Vier, alles, was du gesehen und erlebt hast, darf sich für dich und zu deinem Besten, für deine Zukunft und dieses Leben entfalten. Fünf, du öffnest die Augen, du kommst zurück ins Hier und Jetzt, das geht dir gut, du fühlst dich wohl. Jetzt ein bisschen emotional mit Finn. Ja. Oliver. Also ja, Finn ist gestorben, ne? Das war ein bisschen hart. Ja, das mit dem Körper war auch nicht so der Bringer, ne? Das war auch nicht geil. Da habe ich auch kurz gedacht, oh, ja, geht unter. Ja, aber so dann zum Schluss, so wo du eben, das ist dann das, was ich gesagt habe, ne? Du weißt, okay, jetzt geht's, die hängen, du weißt einfach vorher, was jetzt kommt. Ja. Und genau.
Von daher ist es dann auch gut zu handeln und auszuhalten. Ich meine, dass das so kommt, wenn man die Prinzessinnenkrone oder Prinzessinnenbrosche oder was klaut, wenn sie einen erwischen, ist eigentlich klar. Ja, bei Finn musste ich an das Wasser denken, das hast du da. Ja, ich auch. Da habe ich nämlich kurz gedacht, wenn das Schiff untergeht, stehen meine Chancen jetzt nicht so gut, dass ich das überlebe. Ja. Interessant auf jeden Fall. Okay, Friends, das wird jetzt vielleicht ein bisschen messy, aber ich habe mir die Finger wund recherchiert, um herauszufinden, ob an dieser Geschichte irgendwas dran ist. Und ich bin zu folgendem Schluss gekommen. Ich werde euch jetzt was erzählen. Hört einfach zu und macht euch dann euer Bild. Also, ich blende euch mal kurz ein Bild ein, was für Häuser oder was für eine Art von Häusern ich gesehen habe. Diese Art von Häuser, ich muss erstmal rausfinden, wie diese Bauart heißt, ne? Diese Art von Häuser ist oder war beliebt in den arabischen Ländern vor allem. Und dieses Bild, was ihr jetzt gerade gesehen habt, kommt aus Marokko. Behalten wir uns Marokko im Hinterkopf. Dann gab es im 15. Jahrhundert einen Herrscher, der letzte nasridische Herrscher, in der Alhambra in Spanien, der die Alhambra dann weitergegeben hat an eine Königin namens Isabella I. von Kastilien. Und besagter Herrscher ist dann zurück nach Marokko gegangen, wo er ursprünglich herkam, beziehungsweise seine Familie ursprünglich herkam. Vielleicht habe ich in der Alhambra gestohlen. Who knows? Jetzt will ich aber eure Meinung wissen. Was denkt ihr zum Thema Rückführung? Denkt ihr, dass es wirklich möglich, dass man mit Hypnose an Erinnerungen kommt, die man vergessen hat, beziehungsweise an Erinnerungen aus früheren Leben kommt? Oder denkt ihr, das ist alles so, boah, alles so, meh. Bisschen weit hergeholt. Und was ihr von meiner Recherche haltet, das würde mich auch interessieren. Auf jeden Fall, das war die Rückführung. Es war eine super interessante Erfahrung. Also, falls ihr sowas auch mal machen möchtet und im Raum Freiburg oder Umgebung wohnt, dann checkt auf jeden Fall die Praxis ab. Ich habe mich super wohl dort gefühlt. Ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.